Hallo zusammen. Ja, willkommen bei unserem ersten Vlog. Wir haben jetzt fast schon alle Sachen gepackt und sind schon fast bereit für die Losfahrt. Wir nehmen bald den Zug nach Basel und dann fahren wir mit dem direkten Zug nach Hamburg. Wir wollten eigentlich vorerst eigentlich also nach Frankreich fahren und dort Richtung Mittelmeer. Weil es aber so viel geregnet hat, geht es leider nicht. Also es wäre schon gegangen, aber wir wären einfach ständig nass gewesen und darauf haben wir nicht gerade so viel Bock. Deshalb ja, fahren wir jetzt mit dem Zug nach Hamburg, wo ein bisschen besser Wetter sein sollte. So, mit einer klassischen Deutsche Bahn Verspätung sind wir endlich in Hamburg angekommen. Wir verladen jetzt noch unser Gepäck und dann geht's endlich in unsere Unterkunft. Wir sind gestern Abend sehr spät angekommen, weil der Zug hatte ja eben Verspätung ziemlich lange. Ja, sehr müde und sind eigentlich direkt ins Bett gefallen. Wir haben aber hier ein sehr schönes Airbnb gefunden. Ja, und jetzt sind wir aufgestanden. Es ist noch relativ früh, aber die Sonne scheint. Wunderbar Wetter. Endlich mal wieder. Nicht so wie in der Schweiz. Und wir essen jetzt ein paar Früchte, trinken einen Kaffee. Dann gehen wir mit dem Fahrrad in den Park und gehen dann um 10 frühstücken in einem Katzentempel, wo es auch ganz leckeres veganes Frühstück gibt. Gegessen. Wir haben uns entschieden, doch zuerst zu essen, weil wir hatten so Hunger auf der Fahrt, dass wir kein Yoga machen mehr konnten. Aber jetzt sind wir sehr gesättigt, haben genug gegessen und jetzt machen wir eine Runde Yoga hier auf der Wiese in einem Park. Thank you.
wir haben jetzt noch eine ziemlich lustige Geschichte erlebt. Und zwar wollten wir eigentlich, haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem veganen Restaurant und sind dann aus Versehen in den Elbtunnel gefahren, weil wir ein paar Fahrradfahrenden nachgefahren sind und wir dann eigentlich nicht wussten, was das ist. Und da haben wir gefragt, ja, wollt ihr auch mit in den Elbtunnel? Und da haben wir gedacht, ja, wieso nicht? Und haben das spontan gefunden. Ich glaube, wenn wir es gesucht hätten, hätten wir es wahrscheinlich nicht gefunden. Wie immer am Essen. Wieder zurück. Wir sind ziemlich co, wie man vielleicht sehen kann. Wir sind heute sehr viel Fahrrad gefahren durch die Stadt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Knapp 50 Kilometer schon alleine heute durch Hamburg. Genau, es war wirklich mal cool, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, vor allem weil Hamburg ja nicht sehr gebirgig ist. So. Und ja, wir haben es vorhin auch noch eingekauft. Und zwar fahren wir morgen weiter Richtung Lübeck. Lübeck, genau, das ist an der Ostsee. An der Ostsee. Und heute Abend? Ja, jetzt gehen wir kurz noch essen. Fahren in ein veganes Sushi-Restaurant, das ist ungefähr nochmal 2,5 Kilometer entfernt. Und dann wird geduscht, gepackt, alles nochmal schön aufgeladen und ja, dann gehen wir wahrscheinlich nicht allzu spät schlafen heute. So, wir nehmen euch doch nicht mit zum Sushi. Wir haben gelogen. Und zwar gehen wir jetzt doch nicht Sushi essen, weil wir haben gemerkt, dass es einen Dönerladen in der Nähe hat, der nur etwa 500 Meter weg ist. Und der Sushi-Laden wäre über 2 Kilometer weit weg gewesen. Und wir sind so kaputt, dass wir uns definitiv für den Döner entschieden haben. Und das, natürlich einen veganen Döner. Alles bei uns, was wir essen, ist vegan. Ganz sicher. Ja, einen guten Appetit wünsche ich uns. Und wir verabschieden uns auch gleich für heute. Wir machen heute nichts mehr außer essen und duschen. Und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Sushi, und zwar essen wir leider. Kannst du mal still sein, bitte? Jetzt! Ja.